grootste stad in het zuiden van Duitsland is er in München genoeg te zien en te doen. Een niet te missen gebied in de stad is de Kunstareaal. Een plek waar je de meest indrukwekkende musea en kunstinitiatieven vindt. Laat je inspireren door de verhalen van deze local. Mein Name ist Laura Schieferle, seit über 15 Jahren in München, wo ich mich auch wirklich zu Hause fühle. München und Kunst gehen wirklich Hand in Hand. München ist eine seit Jahrhunderten gewachsene Kunstmetropole, aber sie ist leider manchmal ein bisschen zu bescheiden. Wer nach München reist, muss natürlich unbedingt ins Kunstareal kommen, denn nirgendwo sonst findet man auf so dichtem Raum so viel Kunst und Kultur und kann es alles fußläufig erleben. Wir messen hier ja nur 500 mal 500 Meter. Das Kunstareal ist im Grunde genommen fast 200 Jahre alt, weil 1830 hier die Glyptothek, das erste öffentliche Museum Münchens, eröffnet, wo man übrigens auch das schönste Museumscafé überhaupt findet. Der Begriff Kunstareal allerdings, der ist deutlich jünger. Der hat sich erst in den letzten beiden Jahrzehnten entwickelt. Im Kunstareal München kann man tatsächlich 5000 Jahre Kulturgeschichte erleben. Also von der Hochkultur Ägyptens über die Antike bis hin zur Gegenwart. Und was ganz viele nicht wissen, wir haben ja auch drei naturwissenschaftliche Sammlungen beheimatet. Wer im Kunstareal ist, der sollte unbedingt auch noch einen Ausflug machen zu unseren Nachbarn im neuen Kunstlabor 2. Das sind nur wenige Gehminuten. Und das neue Kunstlabor 2 ist von unseren KollegInnen vom MUCA, vom Museum of Urban and Contemporary Art. Und ich empfehle unbedingt einen Besuch. München muss man unbedingt zu Fuß oder auf dem Fahrrad erkunden, denn ansonsten verpasst man ganz viel von dem Lebensgefühl, welches München definitiv auszeichnet. Was wir in meinem Rücken sehen, ist nicht tatsächlich ein gelandetes UFO, sondern das ist tatsächlich eine Skihütte. Das ist eine Design-Ikone, die gehört zur neuen Sammlung, der Design Museum hier in der Pinakothek der Moderne, und wurde von Matti Suronen in den 60er Jahren erbaut. Was natürlich jeder über München wissen muss, was er aber auch sofort erfahren wird, wenn er hier ist, ist: München hat mehr Sonnenstunden als jede andere Großstadt in Deutschland. Wenn ich München in einem Satz beschreiben müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, München ist einfach die nördlichste Stadt Italiens.